Wenn Sie auf der Suche nach guter Laune sind, werden Sie sie wahrscheinlich hier finden. In Finnland, der glücklichsten Nation der Welt. Seit 7 Jahren. Man könnte meinen, da ist etwas im Wasser. Aber Forscher führen es auf die Lebenszufriedenheit der Finnen zurück. Dazu kommen soziale Unterstützung, Gesundheit, Lebenserwartung, Freiheit, Großzügigkeit und das Bruttosozialprodukt. Es kommt zwar auf Reichtum an, aber vor allem auch darauf, wie der Reichtum verteilt ist. In den skandinavischen Ländern wird man feststellen, dass der Reichtum viel gleichmäßiger verteilt ist. Und dann unterstützt auch jeden ein Wohlfahrtsstaat, der für psychische Stabilität sorgt. Neben Finnland sind auch Dänemark, Schweden und Island unter den Top 4. Wohlstand ist das eine, aber dann gibt es auch die Lebenserwartung, die in den skandinavischen Ländern ebenfalls sehr hoch ist. In den USA dagegen sinkt die Lebenserwartung für bestimmte Bevölkerungsgruppen. Zum ersten Mal seit einem Jahrzehnt gehören die Vereinigten Staaten und Deutschland nicht zu den 20 glücklichsten Nationen. Sie liegen auf den Plätzen 23 und 24. In Deutschland sind ältere Menschen inzwischen glücklicher als die unter 30-Jährigen. Afghanistan steht am Ende der Tabelle, seit die Taliban die Kontrolle wiedererlangt haben. Aber ein guter Wille bleibt universell. Der Bericht kam zu dem Ergebnis, dass in unserer Post-Covid-Welt über Generationen hinweg freundliche Taten zunehmen. Ein guter Grund zum Lächeln.